So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf UFOMAN LP mit dem UFOMAN und wir sind jetzt hier wieder bei Craft the World, dem mega super, ober, super geil Spiel. Und wir haben ja hier Mithril gefunden, was wir natürlich haben wollen. Kennt ihr ja. Kennt ihr ja die ganze haben wollen Problematik. Hier können wir noch eine Fackel hinsetzen. Genau, immer weg damit und dann hier das Mithril abgeerntet. Und der Hauptgrund, weshalb wir hier sind, ist eigentlich Kohle. Und diese Kiste, da würde mich mal interessieren. Sag mal, können wir eigentlich schon eine Kiste bauen? Können wir eigentlich schon eine Kiste bauen? Doch, eine Truhe. Wozu ist denn die da? Komm, mach mal hier eine Truhe. Will ich mal haben. Ob das jetzt nur eine optische Sache ist oder was? Fackeln 11. Noch ein paar Fackeln machen. Oh, oh ne, Harz haben wir genug, okay. Was könnten wir noch machen? Der sieht auch cool aus hier. Oder sowas hier noch an der Seite ran. Sag mal, ich hatte doch Kronleuchter gemacht. Jetzt sowas fällt einem dann immer 3 Folgen später wieder ein. Wo sind denn die? Kronleuchter. Hab ich doch gemacht, eindeutig. Weiß ich ganz genau. Ach, die sind hier bei Wohnungseinrichtung. Da haben wir jetzt schon 2 Fenster, sehr schön. 5 solche Betten. Guck mal, hier haben wir noch so einen schönen Sessel, den werden wir mal noch platzieren. Okay, wo sind denn die Kronleuchter? Da haben wir noch 3 normale Betten. Da könnten wir mal, die könnten wir auch noch platzieren, wenn wir da Platz haben für. Hier sind die Kronleuchter. 8 Stück, Alter. 8 Kronleuchter. Wer braucht denn 8 Kronleuchter? Das ist ja Wahnsinn. So, wo sind wir denn jetzt? Wohin gezwitscht? Habe ich aus Versehen. Ah, guck mal hier. Hier kommt klar, ja. Mach mal unabhängig davon bitte hier noch einen Gang weiter. Ob wir da vielleicht noch auf Kohle treffen. Das würde mir gefallen. Oh, guck mal, unser Mana ist ja... geht ja gegen 0. Das ist natürlich doof. Unser Mana gegen 0 geht. Da hilft jetzt nur noch, dass wir unsere wertvollen Mana-Tränke benutzen. So. Können wir ja ruhig mal die Hälfte schon nehmen oder so, oder? Gut, reicht erstmal. Ein bisschen aufgefüllt. Ja, mach mal hier, warum willst du hier nicht weitermachen? Ist da noch zu dunkel? Ah, okay. So. Ah, einen Kaffee könnte ich mir auch mal machen. Heute ist ja ganz entspannt. Manchmal nehme ich Folgen auch in der Woche auf. Heute ist Samstag. Mein Handy abgeschaltet. Und, ah, guck mal, Eisen. Sehr schön. Dann können wir hier nochmal hier durch. Da haben wir Fische, okay. Können wir mit leben. Oh, eine Goldmünze, sehr schön. Hier noch Fackeln. Nur hier wird fleißig weitergearbeitet. Wir haben aber 10 Zwerge. Was machen eigentlich die anderen Zwerge? Langweilen die sich? Aber die haben hier noch schon noch was zu tun, oder? Die haben hier schon noch was zu tun. Wo werde ich angegriffen? Ah, okay. Kein Problem. Oh, er ist aber auch widerstandsfähig, diese Bestie. So, hier weiter, 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 weiter. Wir brauchen Kohle. Sehr schön. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Silber. Ach so, und ich wollte außerdem... Oh, schon wieder ein Monster an... Ach nee, nachts einfach nur, okay. Wo ist denn die Hütte? Hier. Wird hier nochmal ein bisschen schick machen. Und zwar hier mit Kronleuchter.
dass wir hier ein bisschen schön uns das machen. Hier auch. Und die Fackel entfernen. Fackel entfernen, Fackel entfernen, Fackel entfernen. Ach, guck mal, die Kronleuchter sehen aber auch schön aus. Aber frag mich nicht, warum hier so ein Zeug wächst. Das gefällt mir auch nicht. Naja, das können wir später mal machen. Und der freut sich hier wie Bratzi. Mal hier diese komische Schleimfackel werden wir mal wegmachen. Da weiß keiner, was sie für Nutzen hat. Hier hinten noch einen schönen Kronleuchter. Dann von mir aus. Na, Werkstatt? Nö. Hier noch. Mach da noch einen. So ist schön. Ja, so ist schon schick. So, warum läufst du da noch rum? Mach mal hier noch, falls sie da wirklich noch am Einsammeln sind, dass sie das halt mal übernehmen. So, ist irgendeiner von den Zwergen jetzt hier hinten? Oh, was ist denn hier los? Boah. Hier hinten ist kein Zwerg mehr, wa? Ne. Weißt du, dass wir dann hier jetzt mal wieder den Stopper installieren? Wo ist er, der Stopper? Wo ist er, der Stopper? Hier ist er, der Stopper. Ah, ich habe vergessen, den Sessel aufzubauen. Mann. Und die drei Betten wollte ich auch noch aufbauen. Ach, ist das ein Stress. Ach, ist das ein Stress. Ach, Gottchen. Jetzt habe ich eben genießt. Habe gerade noch rechtzeitig die Mute-Taste gedrückt, sonst wären euch hier die Ohren weggeflogen. Das wollen wir ja nun nicht. So, weiter geht's. So, guck mal, hier haben wir auch noch so einen Schrank, sag mal. Kann man jetzt nicht auch irgendwo... Vielleicht sollten wir... Ach so, das Schild wollte ich auf jeden Fall schon mal hier installieren. Ach so, dann wollte ich ja eigentlich... Naja, ist egal. Eigentlich sollte hier noch so ein Vorsprung dann gebaut werden. Hier oben haben wir immer noch nicht gebaut. Dann machen wir das mal nochmal weg. Ach, guck mal, da kommen schon wieder Wölsche, oder was? Wo geht ihr denn hin? Was macht ihr denn da hinten? Schaffen die Imps das nicht alleine einzusammeln, das Zeug? Ach, ist egal, komm, lass sie mal arbeiten, oder? Ja. Wessen Leben ist niedrig? Dann geh ich schlafen. Versucht Weg zu finden. Nee, warte mal, nicht schlafen gehen, sondern wie kommt man an dich jetzt ran? Mack. Guck mal, Mack. Wir geben Mack mal einfach einen Lebenstrank. Haha. Sehr schön. Hier, guck mal. Mal einen Lebenstrank. So, dafür sind sie doch da. Okay. Gut. Es wird sich keiner finden, der hier in der Lage... Ah, warte mal, die kommen doch da gar nicht ran. Die kommen doch da gar nicht ran. Da müssen die ganz... Genau, warte mal. Entschuldigung. Die müssen nämlich hier die Leiter... Oh ey, mir platzt bald der Kopf. Das wird ja immer unübersichtlicher. Nee, man muss hier immer mehr beachten. So. Okay. Ich komme da gar nicht ran. Das habe ich gar nicht bedacht. Hier, guck mal hier. So, mach mal so. Dann müsstest du da oben das raufstellen können. So, ist schon wieder Tag. Oh, die Monsterwelle ist nur noch 6 Minuten hin. Mal gucken, ob wir die dann überstehen. Bis dahin würde ich auch ganz gerne die Zwerge alle... Kann man nicht hier... Doch, wir können einen Sammelbefehl rauslassen. Das werden wir jetzt mal machen. Ah, Feuerbälle. Guck mal, warum kann ich das? Magische Explosion kann ich... Hier, das will ich, magischer Sog. Mithril? Hab ich? Knochen? Hab ich? Und grünen Diamanten? Hab ich. Warum kann ich den denn nicht craften?
Mana kostet 3, ich hab den. Mist, ich will den magischen Sog haben. Menno. Menno. Na gut. Dann nehme ich den magischen Sog. Ich will ihn aber haben, der ist cool. Guck mal, Regen können wir auch herstellen. Mal gucken, ob Regen funktioniert. Ein Spinnennetz ist ja auch cool, ein Spinnennetz. So, Wasser haben wir ohne Ende. Ach so, mit Regen könnte man ihn natürlich ertrinken lassen. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Rosa Pilz. So, von den Entwicklern meine ich. Eine coole Idee, nicht von mir. So, das funktioniert, okay. Okay. Was? Nein. Was gibt's denn noch für Zaubersprüche? Kompasszauber? Magischer Wald? Da können wir ja scheinbar irgendwie Wald wachsen lassen, würde ich mal vermuten. Grauer Pilz. Davon haben wir nur noch 3. Nein, dann nehme ich mal den magischen Wald erstmal noch nicht. Dann gibt's noch den Kompasszauber. Der zeigt uns geheime Räume, glaube ich. Möchte ich nicht. Elixier des Feuerballs. Und was macht der? Schaden 0. Benötigt Hexenkessel. Hm. Soll ich mit dem Feuerball Elixier? Kann ich damit die Feuerbälle aufladen vielleicht? Naja, komm, lass uns mal ein Feuerball Elixier machen. Nadelkristalle haben wir ja ein paar. Schleim haben wir auch ein bisschen was. Zombie-Gehirne. Oh, da haben wir nur 4 Stück. Das ist natürlich. Mach mal. Oh, 10 Stück sollten erstmal reichen. So, schön. Guck mal, was ist denn das hier? Eine Kanne können wir da noch craften. Siehst du, wir suchen noch Kohle, fällt mir gerade ein. Ach so, jetzt habe ich ganz vergessen. Ich wollte doch den Sammelbefehl geben. Den Sammelbefehl. Kommt bitte alle, kommt bitte alle. Schnell. Auf Wolle. Bretter. Bretter. Machen wir noch ein paar Bretter hier. So, zack, 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 zack. Sammelbefehl. Hm, wo ist er denn? Der Sammelbefehl. Döp, döp, döp. Hier, Sammelhorn. Und jetzt tötere, tötere, tötere. So, hoffe ich mal, dass sie sich jetzt also halbwegs dran halten und alle herkommen. Nö, der fällt da runter, oder was? Ne, die kommen jetzt. Wir haben hier auch noch einen schönen Sessel. Den könntet ihr hier hinstellen. Und da haben wir auch noch 3 neue Betten. Weißt du, und sobald die hier alle angekommen sind, dazu müsste ich natürlich mal gucken. Müssen wir mal kurz checken hier. Guck mal, da sind noch welche. Die kommen jetzt aufgrund des Sammelhornbefehls, hoffe ich mal. Boah, die benutzen nicht das Portal. Mann, ey, da habe ich jetzt hier. Oh, habe ich das Portal jetzt verschenkt oder was? Sind schon fast alle da. Fast alle da. Weil die hier sind, werde ich jetzt auch mal ganz radikal meine Schilder aufstellen, damit die das Dorf nicht mehr verlassen. Warte mal. Oder besser gesagt, die Zwergenstadt. So. Dann nehme ich hier ein Schild. Und jetzt kommt hier noch 3 Mann. Ist aber cool, wie er da rüberspringt. Also Respekt, meine Freunde. Kommt da noch einer? Kommt da noch irgendein verspäteter Zwerg? Nö, das waren sie dann. Dann können wir hier noch ein Schild hinmachen. Und das war's dann. Oh, Entschuldigung. Oh, ob ich das rausschneide... Oh, jetzt habe ich euch echt einen Schreck eingejagt, wa? Ob ich das rausschneide, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht, weil ich vergesse, an welcher Stelle das war. Aber das tut mir jetzt ganz doll leid. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht die Ohren weggeballert. Ich schnaub mal kurz, aber dann mache ich jetzt mal die Mute-Taste.
Oh, da, also das war natürlich jetzt so ein bisschen unprofessionell, war mit diesem Niesen, da ist euch bestimmt, habt ihr dann richtig einen Schreck bekommen. Aber so ist das nun mal hier bei UFOmann LP, da geht es manchmal nicht mit rechten Dingen zu. So, jetzt haben die sich hier alle gesammelt, das ist sehr schön. So, gibt es irgendwas zu tun für euch? Nöber, oder? Machst du denn jetzt? Was essen? Tränke herstellen, okay. Es ging aber, fällt mir gerade ein, ja auch darum, noch Kohle abzubauen. Wo war denn das hier? Guck mal hier. Wow. Müllereibuch, okay. Müllereibuch ist schick. Und dann, guck mal hier. Brauchen wir alles. Guck mal. Zwerge. So, was hält denn euch davon jetzt ab? Was hält denn euch davon jetzt ab, hier zu arbeiten? Ach so, ihr habt da alle zu tun, ja. Oh, okay. Oh nein, haben jetzt welche das Portal benutzt? Ah, ich konnte es mir noch denken. Haben welche noch das Portal benutzt, um hier den Rest noch einzusammeln? Aber fast alle. Naja, schön. Habt ihr hier noch ein Portal, was ihr benutzen könnt? Hoffe ich mal, dass ihr dann so langsam das irgendwie mal schafft, hier das ganze Zeug einzusammeln. So viel wird es ja dann auch nicht mehr sein. So. Ja, nö, Portal brauchen wir ja nicht benutzen. Bloß weißt du was? Ich frage mich, wie ihr hier rausgekommen seid. Ich habe doch ein Schild gebaut. Seid ihr da unten lang gegangen? Und dann hier rüber geklettert? Hm. So. Könnt ihr jetzt nicht. Das ist scheiße, das Schild muss eigentlich hier sein. Hier. Hier oben. Aha. So, jetzt hier, benutzt das jetzt. Oh Gott, schön, da kommen sie. Ach du Scheiße. Guck mal, jetzt fallen die schon mal hier rein, das ist schon mal cool. Ja, habt ihr keine Chance, da könnt ihr hier gegenkloppen. Keine Chance, überhaupt keine Chance. Ja, die Zombies stehen da nur und stinken vor sich hin. So. So, wenn du nicht weißt, wie du laufen sollst, dann übernehme ich jetzt mal die Kontrolle über dich. Los, 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 los. Okay, du darfst selbstständig laufen. Ach du Scheiße, was denn jetzt passiert ist? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Los, dann müssen die jetzt mal alle kommen. Alle 10 müssen jetzt am besten kommen. Der große Krieg. Wir wollten ihn eigentlich nicht, aber. Warte mal, ich habe doch noch Feuerball sauber, oder? Oh ne, da werde ich nicht viel Feuerballen können mit 7 Mana-Punkten. Ich vergesse auch jedes Mal, dass es hier war. So, magischer Wald, Kompasszauber. Ich will hier, warum kann ich das nicht bauen? Der Spruch sammelt näherliegende Rohstoffe ein. Magischer Sog, Mana kosten 3. Naja, dann. Wir können jetzt auch mal gucken, hier bei Ausrüsten müssen wir jetzt eben Mana-Tränke nehmen, oder? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich weiß gar nicht, war das jetzt schon die große Welle oder was? So, und hier guck mal. So, vielleicht so einen Trank hier noch nehmen für den einen oder anderen. Müssen wir noch ein paar mehr herstellen. Die sind eigentlich ziemlich praktisch.
So. Na, guck mal hier. Habt da eh keine Chance hier, oder? Oh, weia. So, jetzt ist unser Mana schon mal erschöpft. Können wir eigentlich Mana-Tränke selber herstellen? Bestimmt, wa? Was brauchen wir dafür? Nein, warum können wir keinen Mana-Trank herstellen? Haben wir das Rezept noch nicht gefunden? Das ist ja ungünstig, oder? Das ist ja doof. Mana-Tränke können wir nicht selber herstellen. Nur das Elixier des Feuerballs. Was wir aber auch irgendwie nicht... Oder was können wir damit überhaupt machen? Schaden 0 benötigt Hexenkessel. Ausrüsten. Ah, es ist dabei. Okay. Und jetzt, was können wir jetzt damit machen? Können wir ihm es geben? Nein, leider wieder nicht. Müllereibuch. Haben wir einen Müller dabei? Hier ist ein Müller. Kriegst du ein Büchereibuch. So, mach mal hier. Ach du Scheiße, ey. Hier ist echt Wahnsinn. Mal hier unten könnte. Ach, wir haben nicht genug Mana. Komm, jetzt noch einmal Mana aktivieren hier. Und dann, guck mal hier, Mana-Trank. Ausrüsten, Mana. So, hier. Mana-Trank benutzen. So, reicht ja erstmal. Es geht ja nur darum, dass ich hier ein Portal zu bauen für meine Leute. Achso, die haben natürlich auch ein Problem, weil ich ja jetzt das Schild hier, da muss ich das Schild kurzfristig nochmal wegnehmen. Ja, los, schlag sie tot. Schlag sie alle tot. Das Schild war das Problem, weil das Schild wieder blockiert hat. Ha. Boah, das ist aber eine Menge. Guck mal, den hier unten, den könnte man eigentlich noch eine verpassen. Ah ne, der ist schon tot. Ja, den kann man gar nicht mehr angreifen. Der ist schon tot. Ja, das war eine Aktion hier. So, wir haben 3 Zwerge verloren in dem Heiligen Krieg hier. Warum geht's denn da nicht weiter? Achso, so sieht das Ende aus. Okay, so sieht das Ende aus. Lass mal noch ein paar Imps starten. So, die Folge ist schon wieder vorbei. Jetzt muss ich erstmal ein kleines Päuschen machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuschauen wieder.